Über 5200 Beine, über 2600 Läuferinnen und Läufer und mindestens noch einmal so viele Zuseher an der Strecke. Der 14. Brucker Businesslauf war wieder ein voller Erfolg. Ja, wir freuen uns riesig, dass die größte Veranstaltung überhaupt in der Obersteiermark, das große Sportereignis in der Stadt Bruck an der Mur und für die gesamte Region. Wir haben Rekordteilnehmerzahlen mit über 2600 Läufern und sensationellerweise aus 17 verschiedenen Nationen. Wir freuen uns, dass auch der Wettergott mitspielt, wie jedes Jahr. Schönwetter, bestes Laufwetter und so soll es sein. Ich möchte den Veranstalter gratulieren. Das ist sensationell, der größte Lauf in der Obersteiermark. Ich darf mich herzlich auch bedanken bei den Firmen, den Mitarbeitern, dass sie mit dabei sind, dass sie motivieren. Da kommt es doch neben dem sportlichen Ereignis auch zu einem gesellschaftlichen. Man wächst mehr zusammen, es wachsen Freundschaften. Und daher muss ich sagen, ich bin so riesig erfreut, dass das hier in Bruck möglich ist. Und da müssen viele mit und es ist gelungen. Um eine derartige Veranstaltung über die Bühne zu bringen, braucht man ein Organisationsteam der Extraklasse und vor allem unzählige Helferinnen und Helfer. Und da war man beim Businesslauf in Bruck an der Mur bestens besetzt. Organisatorisch wie auch sportlich. Ja, übermäßig besetzt, personell, aber auch top und erstklassig besetzt von den Läuferinnen und Läufern. Ja, wir sind selber ganz begeistert als Veranstalter und jetzt hoffen wir natürlich, dass alles unfallfrei abläuft. Aber ja, wir sind guter Dinge, der Wettergott ist mit uns. Ja, und schauen wir mal, was passiert. Gerüchte behaupten, Sie würden heute mitlaufen? Nicht nur Gerüchte, wirklich. Ich habe mich selbst angemeldet, habe 4 Wochen trainiert, aber vor einer Woche wirkliche Knieprobleme gekriegt. Klingt wie eine blöde Ausrede, ist aber die Wahrheit. Aber ich schwöre, das nächste Jahr laufe ich mit. Dann der Start zum 14. Businesslauf in Bruck. Die ersten gingen wie immer sehr dynamisch ins Rennen, aber spätestens beim Ewerkhügel auf der Brucker Muhinsel trennte sich der Spreu vom Weizen. Während sich die einen hier einen entscheidenden Vorsprung herausliefen, quälten sich die anderen über diese anspruchsvolle Steigung. Im Ziel waren dann aber alle Sieger. Einer stach beim 14. Brucker Businesslauf erneut heraus. Thomas Rossmann vom Team Weinhof Rossmann lief mit einer Zeit von 14,0 Minuten als erster über die Ziellinie auf dem Brucker Koloman-Wallischplatz. Bereits sein 5. Sieg in Bruck. Ja, heuer hat es sich entschieden beim Ewerkhügel. Dort habe ich attackiert, bergauf, und konnte mir dann ungefähr 30 Meter Vorsprung herauslaufen. Den habe ich dann bis zum Schluss nicht mehr hergegeben, etwas ausbauen können und dann die letzten 400 Meter habe ich dann ein bisschen zurückschalten können, musste nicht mehr voll am Limit laufen und ja, bin überglücklich, dass es der 5. Sieg geworden ist hier. Jetzt bist du schon sowas wie Seriensieger. Was zählen eigentlich Siege jetzt für dich noch? Jeder Sieg ist für mich schön, jeder Sieg hat was Besonderes. Man muss erst einmal Erster werden, da gehört viel dazu. Man muss gut trainieren, hart trainieren und das ist eben die Belohnung dafür, weil man dann ganz oben stehen darf. Bei den Frauen hieß die Siegerin Conny Wiesenhofer vom LE Lauf-Event Leoben. Sie kam mit einer Zeit von 17 Minuten und 13 Sekunden ins Ziel. Angefeuert wurden alle von mehreren tausend Zaungästen entlang der Strecke. Sie hatten das gute Wetter genutzt und waren in Scharen in die Innenstadt und entlang der Strecke gekommen. Die Stadt Bruck an der Mur kommt ins Laufen, hatte der Bürgermeister der Stadt, Hans Straßecker, schon vor dem Businesslauf gesagt. Er sollte Recht behalten. Es war wieder ein Laufevent der Extraklasse und mannschaftlich gesehen stellte Böhler auch heuer wieder das größte Kontingent.